Das Römische Reich ist untergegangen. Das Osmanische Reich ist untergegangen. Österreich-Ungarn ist untergegangen. Sie sind alle verschwunden. Dieses europäische Projekt ist uns aufgezwungen worden. Nebenbei bemerkt, wenn ich von einem Imperium spreche, dann denke ich mir das nicht aus. Herr Barroso höchstpersönlich hat die EU als Imperium bezeichnet. Das ist es also, was Sie herbeizuführen versuchen. Sie erzählen uns, bei diesem Imperium handle es sich um ein Projekt für Frieden und Wohlstand. Was Sie uns nicht erzählen, ist die Tatsache, dass es bei diesem Projekt in Wirklichkeit um den persönlichen Machtgewinn einer kleinen Elite geht. Das ist die Wahrheit, die sich hinter diesem Projekt verbirgt. Und natürlich gibt es seitdem die NATO. Die NATO ist ein Beispiel für souveräne Staaten, die sich zu einer Allianz zusammenschließen. Ich unterstütze dieses Prinzip der NATO. Was ich nicht unterstütze, ist das Prinzip der Europäischen Union, wo Nationalstaaten, anstatt zusammenzuarbeiten, ihre Entscheidungsmacht an jemand anderen abgeben. Meine Damen und Herren, das ist eine der Sachen, die wir forcieren müssen. Natürlich wollen wir Frieden und wir werden auch Frieden haben in Europa, vorausgesetzt, wir haben mündige, funktionierende nationale Demokratien. Was tatsächlich vor sich geht, ist sehr gefährlich. Tatsächlich werden wir unserer Identität beraubt. Wir werden unserer Demokratie beraubt. Und falls diese Bewegungen keinen Erfolg haben werden, falls es uns nicht gelingt, Volksabstimmungen in ganz Europa zu erreichen, dann befürchte ich, dass die Europäische Union, weit davon entfernt, ein Projekt für den Frieden zu sein, etwas werden wird, wofür unsere Kinder und Enkel einen hohen Preis zahlen müssen. Denken Sie nur daran, was wir in den Jahren 1920-21 auf dem Balkan getan haben. Wir haben verschiedene souveräne, unabhängige Kleinstaaten zusammengezwungen und das ganze Jugoslawien genannt. Und wenn es unter einem repressiven, kommunistischen Regime auch jahrzehntelang gehalten haben mag, so haben wir doch in den letzten 20 Jahren im ehemaligen Jugoslawien die fürchterlichsten Gräueltaten erlebt, als die Nationen darum kämpften, Demokratie und Identität zurückzugewinnen. Die Lektionen der Geschichte sind eindeutig. Man kann Menschen nicht zusammenzwingen. Man kann Identität ebenso wenig künstlich schaffen wie Nationalität. Die Völker selbst entscheiden darüber. Und darum ist der Verrat an ihrer Nation und ihrer Demokratie von so grundlegender Bedeutung, dass wir mit all unserer Kraft dagegen ankämpfen müssen. Deutschland wird wieder populär. Lena hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Wir haben mit Josef Ratzinger einen Deutschen als Papst. Und ich denke, langsam ist Schluss mit der Schuld. Aber vielleicht gibt es tatsächlich ein Vermächtnis des Krieges für Sie, das in gewisser Weise vielleicht die Grundlage des Falles ist, den die Herren Professoren vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Die Behandlung, die Sie durch die EU erfahren, ist vielleicht eine spezifisch deutsche Form von Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg. Denn Sie leisten die ungeheuerlichsten Zahlungen zur Unterstützung dieser Europäischen Union. Ihre Zahlungen waren bereits in guten Zeiten enorm und nun, da die Zeiten schlechter werden, sind Sie mit ungeheuerlichen Forderungen konfrontiert. Wie dramatisch die Krise im Mai auch erschienen sein mag, als Griechenland in Schwierigkeiten war und das Rettungspaket zusammengestellt wurde, ich bin mir ziemlich sicher, das war noch gar nichts. Denn wenn es heute Probleme in Griechenland gibt, dann ist es auch möglich, dass die wirtschaftlichen Probleme Portugals und Irlands in einigen Jahren noch schlimmer sein werden. Dieses Problem wird sich nicht einfach in Luft auflösen. Die Deutschen sind zum Trottel Europas gemacht worden. Sie sind diejenigen gewesen, die die Zeche zu zahlen hatten. Ihre Politiker sind ohne jeden Zweifel bereit, jeden Preis zu zahlen, um ihren europäischen Traum und ihr europäisches Projekt am Leben zu erhalten, zur Hölle mit dem Volk. Deswegen ist es sehr angebracht, dass Sie heute hier sind. Die Situation verschlechtert sich zunehmend. Die Europäische Zentralbank hat alle Hände voll zu tun, alles aufzukaufen, was sie an wertlosen Regierungsanleihen in die Finger bekommen kann. Und das wird zu Problemen führen. Der Milliardär und Investor George Soros,
Wer wohl das eine oder andere über Währungsfragen wissen dürfte, hat gesagt, wegen seiner Geschichte macht man sich in Deutschland mehr Sorgen über Inflation als über Rezession. Im Rest der Welt verhält es sich genau andersherum. Ich bin daher nicht der Meinung, dass Deutschlands Interessen durch die Mitgliedschaft in dieser Währungsunion gedient ist. Ich glaube nicht, dass es für Deutschland und Griechenland möglich ist, Teil derselben Währungsunion zu sein. Am Ende wird sich dann vielleicht herausstellen, dass es sich dabei eher um eine wilde Ehe gehandelt hat, als um eine eheliche Lebensgemeinschaft. Aber ich fürchte, dass Ihre Bundeskanzlerin Merkel jede neue Krise in der Eurozone oder innerhalb des EU-Projekts ausnutzt. Sie und die anderen Fanatiker wie Martin Schulz, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, der unfähig ist, seine rasende Wut gegen mich im Zaum zu halten, sobald ich es wage, etwas gegen das Projekt zu äußern, sie haben die Euro-Krise förmlich manipuliert. Nicht nur ist es selbstverständlich unbillig, wenn man von ihnen heute verlangt, die Rettung der in Schwierigkeiten befindlichen Länder zu finanzieren, sondern es sind darüber hinaus Pläne für eine vollständige Wirtschaftsregierung durch Brüssel im Anmarsch, wodurch Sie als Mitgliedstaat gezwungen sein werden, Ihren Haushalt der von niemandem gewählten Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Und ich muss sagen, es wird Zeit, dass die Deutschen endlich aufstehen und sagen, es reicht, wir werden in dieses System kein Geld mehr stecken. Ich denke, Sie, vor allen anderen Ländern, sind stolz auf das, was Sie in den letzten 50, 60 Jahren erreicht haben. Sie haben hart gearbeitet, eine stabile Wirtschaft aufgebaut und Sie glauben an den Wert einer harten Währung. Und nun sind Sie verschmolzen worden mit Ländern von mediterranem Klima und mediterraner Kultur, die diese Dinge völlig anders betrachten. Sie sind nicht besser oder schlechter als jene, aber sie sind anders als sie. Und sie sollten ihr eigenes Land und ihre eigene Wirtschaft ihren eigenen Interessen gemäß gestalten. Dieses gesamte Projekt der Euro, dabei ging es nie um Wirtschaft. Es ging immer um Politik. Es ging darum, die Menschen zusammenzuzwingen. Offensichtlich funktioniert das aber nicht, weshalb es notwendig ist, politische Entscheidungen von einiger Bedeutung zu treffen. Entweder Griechenland, Irland und Portugal fliegen beim Euro raus, oder vielleicht, und das ist vielleicht die mutigere Sichtweise, sollte Deutschland sich sagen, dass es an der Zeit ist, zur D-Mark zurückzukehren und das nationale Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ich weiß, das mag im Moment unwahrscheinlich erscheinen, aber wie gut kann ich mich daran erinnern, wie ich in den 80er Jahren nach Berlin kam, als es so schien, als würde die Berliner Mauer für immer da sein. Und jeder dachte, die Berliner Mauer würde für immer da sein. Aber große geschichtliche Ereignisse können sich sehr plötzlich zutragen. Daher hoffe ich, dass Sie als modernes Deutschland irgendwann die Gelegenheit erhalten werden. Dass Sie, die wie wir an Zusammenarbeit glauben. Dass Sie, die wie wir an freien Handel glauben, mit uns an einem Tisch sitzen und über Umweltfragen oder Sicherheitsbestimmungen frei verhandeln und zu Übereinkünften kommen werden. All das werden wir tun, aber wir werden handeln als unsere eigenen funktionierenden demokratischen Nationalstaaten. Das ist unsere Vision für die Zukunft. Ich bin der Meinung, dass es in Deutschland eine Bewegung gibt, nicht nur hier in diesem Saal. Ich bin seit längerer Zeit ein Fan Ihres früheren Bundespräsidenten Dr. Roman Herzog, der, wie Sie sich vielleicht erinnern, zwischen 1998 und 2004 eine Studie in Auftrag gegeben hat darüber, zu welchem Anteil Bundesgesetze hier im Gegensatz zu Brüssel gemacht werden. Es zeigte sich, dass 84% der Bundesgesetze in diesem Zeitraum nicht von Politikern gemacht wurden, die Sie gewählt haben und die Sie bei einer anderen Wahl wieder loswerden können, sondern von Einrichtungen der Europäischen Union. Herzog selbst hat gesagt, es stellt sich die Frage, ob man die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch uneingeschränkt als parlamentarische Demokratie bezeichnen kann. Meine Damen und Herren, offensichtlich kann man das nicht. Und ich bringe Ihnen noch andere Neuigkeiten aus Brüssel. Glauben Sie nicht jenen, die Ihnen weismachen möchten, nur weil es ein europäisches Parlament gibt, sei dieses Projekt demokratisch. Es ist nicht demokratisch. Die einzigen, die das Recht haben, Gesetze vorzuschlagen, sind die von niemand gewählten Bürokraten der Europäischen Kommission.
Sie sind diejenigen, die unsere Gesetze gestalten. Alles, was wir im Parlament tun können, ist, das Ganze ein wenig zu verzögern. Ich werde oft gefragt, Nigel, was ist zu tun? Natürlich ist es das Vernünftigste und Logischste, die Europäische Union von innen heraus zu reformieren und für eine Demokratisierung der EU zu kämpfen. Die Menschen sagen das und sie meinen es aufrichtig. Aber schon in dieser Aussage kommt eine grundlegende Fehlvorstellung darüber zum Ausdruck, worum es bei diesem Projekt von Anfang an gegangen ist. Jean Monnet, der Urheber von alledem war, hasste die Demokratie. Denn in einer Demokratie wird eine Regierung für 4 oder 5 Jahre gewählt und steuert dann in diese oder jene Richtung. Falls sie dann aber bei der nächsten Wahl eine Regierung anderer Couleur bekommen, dreht diese ab in eine andere Richtung. Das gefällt Menschen wie Jean Monnet nicht. Das gefällt diesen großartigen Menschen nicht, die besser als wir selbst wissen, wie wir unser Leben zu führen haben. Nein, diese Menschen haben Pläne für die nächsten 10, 20, 50 Jahre. Sie haben die Zukunft für uns geplant und können es nicht gebrauchen, dass ihnen so etwas Unbequemes wie Demokratie in die Quere kommt. Das ist der Ursprung der Monnet-Methode und das ist der Grund für das alleinige Initiativrecht der Europäischen Kommission. Wenn es jemals einen Moment gegeben hat, die EU zu demokratisieren, dann war das die Verabschiedung der EU-Verfassung. Sie hätten die Gelegenheit nutzen können, das Europäische Parlament zu einem Ort zu machen, aus dem die Regierung ihres neuen europäischen Staates hervorgeht. Ich persönlich hätte das nicht befürwortet, weil es nach wie vor die nationalen Abordnungen in eine Minderheitsposition gesetzt hätte. Aber sie hätten es so machen können und sie hätten die Völker Europas in Volksabstimmungen darüber entscheiden lassen können. Wissen Sie was? Vermutlich hätten sie damit Erfolg gehabt, aber sie haben es nicht getan. Sie haben alles exakt so gelassen, wie es war. Sie haben das Europäische Parlament künstlich ein wenig einflussreicher aussehen lassen als vorher, aber in Wirklichkeit hat sich gar nichts geändert. Und dann, als die Franzosen Nein sagten und die Niederländer Nein sagten, beschlossen sie es einfach zu ignorieren. Und als das kleine Irland die Verwegenheit besaß, Nein zu sagen, wurde es genötigt und gemobbt, bis es Ja sagte. Das ist das wahre Gesicht der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, sie ist nicht einfach nur undemokratisch, sie ist antidemokratisch. Es ist unsere große historische Aufgabe, zu kämpfen für unsere Nationen. Zu kämpfen für unsere Demokratien, zu kämpfen dafür, dass unsere Kinder und Enkel als freie Menschen aufwachsen können. Wir haben in Großbritannien einen Anfang gemacht und ich glaube, dass Sie heute hier in Berlin ebenfalls einen Anfang gemacht haben. Ich danke Ihnen.